Hallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf Gamers Check LP. Ich bin der Onkel und wir zocken an The Guest von 505 Games. Moment, ich muss erst die Begrüßung machen, liebe Freunde, lieber Klopfer. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle von 505 Games, die mir hier eine Version zur Verfügung gestellt haben, um das Ganze hier anzuzocken. Leider konnte ich im Menü nicht aufnehmen, beziehungsweise ich konnte im Menü aufnehmen, aber immer wenn es dann das Spiel geladen hat, ist das Spiel abgestürzt. Deswegen muss ich leider im Game anfangen. Okay, das ist ein Explore-Game, ein mit Rätseln, und wir sind hier in diesem Zimmer. Ja, mal schauen, was passiert. Es ist auf jeden Fall, scheint sehr atmosphärisch zu sein. Also die Grafik ist hier schon mal echt super. Okay, die Schritte sind ein bisschen komisch. Sehr laut, wir haben Stöckelschuhe an, wir sind bestimmt eine Frau. Ja, nein, okay, wir wollen mal schauen, was das hier alles ist. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Pin. Das Ganze ist englische Synchronisation, aber deutsche Untertitel, was mir schon eigentlich ausreicht. Lea, morgen früh geben Sie mir ein paar neue Tabletten. Das hat Krieger gesagt. Fluoxynipples. Okay. Ein Schubfach machen wir auf. Oh, da haben wir eine Bibel drin. Die Bibel. Ja, man kann das Zeug auch behalten. Okay. Kann man das auch behalten? Nee. Halt, stopp. Warum? Jetzt haben wir die Bibel im Inventar. Wir haben ja ein Tagebuch. Ich habe morgen früh, ich dachte, das ist ein Name, morgen früh gibt es mir ein paar neue, ja, jetzt weiß ich auch warum, was ich an diesem Text ziemlich komisch fand. Ja, okay, oh, ein Zigarettenstummel von, was ist das? Not Lucky, Rauchen ist Kacke. Oh, das kann man an- und ausschalten, sehr schön. Ja, wie gesagt, das ist ein Explore-Game in einem Hotel. Und ja, wir müssen halt viel untersuchen hier. Es regnet. Okay, wir werden das natürlich auch tun. Und wie viele Parts es gehen wird oder so, habe ich noch keine Ahnung. Es kommt drauf an, wie lange es mich jetzt hier vom Kasten hält. Oder hier, ach, hier ist die Schachtel, Not Lucky. American Blood. Ja, die ganze Mist behalten wir mal. Okay, hier ist nichts mehr weiter. Okay, sehr cool. Wir haben hier eine Dekette am Koffer. Eugene Lennon. Was? Will Garrett. Okay, Destination Boston. Oh, können wir alles behalten. Suchen, was ist das denn? Das sieht aus wie eine. Was ist das? Eine Sicherung oder was ist das? Ja, behalten wir auch mal. Erstmal schauen wir jetzt im Zimmer, aber ich glaube, da klopft sowieso nicht mehr, das hat sich schon erledigt. Oh, wir haben sogar einen. Oh, einen Bleistift. Ah, einen Bleistift. Okay. Eugene Leonov heißt er. Okay. Das ist die Fahrkarte. Ja, können wir die Schranktür noch öffnen? Was haben wir denn da drin? Kann man sich irgendwie auch ducken? Ja. Okay, man muss. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da scheint keine Glühbirne drin zu sein. Okay. Ich muss sagen, ich habe nur wenig gelesen über das Spiel. Ich fand das gleich von Anfang an sehr interessant, muss ich sagen.
Deswegen habe ich mich da auch gar nicht weiter informiert, storytechnisch, um was es geht und sowas, um mich eben überraschen zu lassen. Ich finde, bei solchen Spielen sollte so ein gewisses Mysterium, wisst schon, ne? So ein bisschen ein Feuerzeug. Initialien I, E und L. Okay. Ich habe das Benzin. Da unten stand ein Text. Ich habe es natürlich verrissen. Kann man das nochmal lesen? Oh, ja, warte mal, Moment. Tagebuch. Ich habe das Benzin mit dieser letzten Zigarette aufgebraucht. Okay. Aufgeraucht, ja. Trifft sich ja gut. Ist nichts. Hier ist ein Glas. Hier ist ein Brief. An wen ist der denn gerichtet? University of Boston. Commonswealth Avenue. Der ist an uns gerichtet. Das ist der Absender, auf jeden Fall. So, behalten wir mal. Wir behalten mal alles, was geht. Ah, hier ein Brief. Dear Dr. Lenov, we are exceedingly grateful that you... Ja, lest es euch durch. Final. Achso. Sehr geehrter Dr. Leonov. Ah, wir sind ein Doktor. Wir sind hoch erfreut, dass Sie unsere Einladung zum 9. alljährlichen internationalen Wissenschaftskongress in Boston angenommen haben. Es ist uns eine Ehre, dass Sie willens sind, von so weit her anzureisen, um unser Hauptredner auf dem Kongress zu sein. Meine Kollegen und ich brennen darauf, an Ihrem Wissen teilhaben zu können. Anbei finden Sie die Information zu Ihrem Business-Class-Flug sowie Ihre Tickets. Ihre Ankunft am Bostoner Flughafen am 23. um 11.30 Uhr sollte Ihnen genügend Zeit lassen, sich auszuruhen und auf Ihre Rede am 25. vorzubereiten zu können. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Okay. Also wir müssen auf einem Kongress sprechen. Texteinblendung. Wir möchten Sie darüber informieren, dass zwei Männer am Flughafen Boston auf Ihre Ankunft warten werden. Wenn Sie ihnen diesen Brief zeigen, werden Sie sie zum Hotel bringen. Dort können Sie sich ausruhen. Das Oakwood Hotel befindet sich in einem Vorort von Belmont. Dieses Hotel unterstützt uns schon seit langem bei der Organisation von Veranstaltungen. Ich hoffe, dass Sie mit dem Service zufrieden sein werden. Unsere Dankbarkeit lässt sich kaum in Worte fassen. Ich muss ja ein sehr angesehener Doktor sein. Das ist, ich fühle mich gerade geehrt. Ich bin auf einmal Doktor. Tja, so schnell kann es gehen. So schnell, dass man gar nichts selber mitkriegt. Okay, ich könnte doch gerade mal hier gucken. Ah, da. Was haben wir denn hier? Oh, ein Türknauf. Das ist ein Türknauf, den behalten wir mal. Und wir haben hier Science Odyssey. Juli 1986 für $2,99. ARP 230. Verschmelzung zweier Galaxien. T-Zellenerkennung. Biotechnische Einfriergerade. Und die neue Biologie. Und da unten sind auch ein paar Buchstaben eingerahmt. Und zwar F und A. F, A. E. E, F und A. Eva. Okay. Warum? Keine Ahnung. Haben wir denn hier irgendwas drin? Toolbox. Das wurde anscheinend zerrissen. Da fehlt ein Stück. Da unten ist der Ladebalken, den man immer sieht, Toolbox, und dann ist das abgerissen. Das behalten wir mal. Und damit vielleicht noch was anfangen können. Dann haben wir hier ein Telefon, wo die, ja, die Nummern sind sehr... besetzt. Boah, ist das laut. Ich glaube, ich muss doch noch mal ganz kurz Effekte ein klein wenig runterschrauben. Weil sonst... Wir speichern gleich mal an dieser Stelle. Ja, wunderschön. So. Okay.
Sehr cool. Oh, wieder viel zu untersuchen hier. Wir fangen bei den großen Türen an und haben hier eine Glühbirne. Bing bang. Achso, ich dachte, ich kann die Glühbirne vielleicht nehmen. Ja, ein Kleiderbügel. Da können wir reingucken. Eine Glühbirne. Die behalten wir. 15. ESPA-Kongress findet in Belgrad statt. Der 15. Kongress der Europäischen Soziologischen und Physiologischen Arbeitsgemeinschaft ESPA findet nächsten Monat in Belgrad, Serbien statt. Die französische Psychologin Irene Sidux stellt ihr neues Buch Mankind Analysis vor. Okay, das ist wunderschön. Wir haben eine Glühbirne gefunden. Wir haben wieder was zu lesen. Zimmer 297, Stromversorgung. Sollte eine Störung der Steckdosen auftreten, muss die Stromversorgung sofort überprüft werden. Beachten Sie das folgende Schema. Im Falle eines Zwischenfalls kontaktieren Sie bitte so schnell wie möglich Ihren Vorgesetzten. Okay. Ich weiß nicht, was hier dran wichtig ist. Ich glaube, wir behalten das mal und es könnte alles wichtig sein. Wir wissen es nie. Man munkelt. Eine Tür. Open this. Oh, wir haben ein Schloss. Ein Zahlenschloss. Kann mich nicht entsinnen, jetzt irgendwas gelesen zu haben. Das ist ja jetzt erstmal, hoffe ich, wurscht. Ah, kann ich anschalten. Das sehen wir trotzdem nicht mehr. Oh, eine Landkarte. Okay, ich denke mal, wir können jetzt bestimmt hier, wo ist es, die Glühbirne einsetzen. Verwenden. Und zwar hierhin. Das war's. Jetzt sollte die Lampe funktionieren. Zack. Und sie funktioniert. Und wir sehen hier wieder ein Zettelstapel. Ah, und hier ist das Abgerissene. Ah, und da steht der Code drauf. Okay, den behalten wir mal. Was haben wir denn hier? Eine Sicherung. Das ist jetzt eine Batterie. Room Power Batterie. 1 Volt. Oakwood. Okay, nehmen wir mit. Mehr ist hier nicht. Okay, die Lampe geht. Die Lampe geht. Ich kann mir gerade nicht. Achso, Inventar. Jetzt schauen wir mal Bürokarte. Das hier möchte ich gerne kombinieren mit diesem hier. Und jetzt haben wir das hier. Und da können wir es ansetzen. Toolbox 503. Okay, ja, da hat man jetzt schon wieder ein kleines Rätsel gelöst. Dann schauen wir mal hier rein. Und zwar 5... Achso. 503... Zack, Toolbox auf. Ja, jetzt ist natürlich alles noch easy peasy. Ein Schraubenzieher. Und, oh, das Spiel, muss ich sagen, gefällt mir jetzt schon sehr, sehr gut. Also, mit diesen Rätseln, richtig geil. Gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Ich würde das eigentlich wieder so ein kleiner Wimmelbildspiel-Fan und das ähnelt ja schon sowas. So, irgendwie was finden, das, oder so Point-and-Click-Adventure. Sehr geil, sehr geil. Ich bin Town Hall Belmont Mars. Ich bin sehr gespannt, wie hier noch die Rätsel sich weiterentwickeln. Okay, hier oben kann man nichts machen. Hier fehlt der Türknauf. Nanu, wo ist denn der Türknauf? Ja, da hat ja vorhin jemand an der Tür geklopft. Das sollten wir gleich mal überprüfen. Verwenden und zwar hier bitte. Das wird noch nicht. Der Türknauf ist immer noch lose. Ich brauche etwas, um ihn an der Tür festzuschrauben. Ja klar, dann nehmen wir den Schraubenzieher. Aber brauche ich den nicht wenigstens... ja, mal schauen. Das war's. Jetzt sollte der
sollte ich sie öffnen können? Oh mein Gott. Das ist sehr dunkel. Wir scheinen irgendwie ein Problem zu haben. Okay, wir scheinen irgendeinen Knall zu haben. Irgendeine Störung zu haben. Kann man die jetzt trotzdem nehmen? E5 oder 3, ich denke, alle 8 Stunden. Amidalpilz. Okay, was sind die? Würde mich jetzt echt mal interessieren, was war denn hier? Isopropylalkohol, aha. Ich denke mal, das ist sowas wie vielleicht Desinfektionsmittel oder Medizinisch. Brand Aid, Comfort Flex. Dann kann man das drehen. Machen wir mal so, und dann kann man es auch lesen. Atrosiv Bandage. Ach, das sind Bandage, also Bandagen, ja. Das auch, haben wir auch nichts. Ja, ich weiß, dieses Radio nervt gerade, aber ich möchte natürlich jetzt noch nicht da reingreifen. Nicht, dass da jetzt irgendwas passiert und ich verpasse für die Hälfte mitzunehmen. Ah, schau mal an. Was ist das denn? Nee, lass es mal auf, dass wir es nicht vergessen. Okay, ich geh doch mal ins Radio. Wir machen das mal aus. Ja, ich hab's ausgeschaltet. Das ist gut. Ja, was haben wir denn hier? Oh, ein Rasiermesser. Das behalten wir mal. Kaputt. Überraschung auf dem ESPA-Kongress. Psychologin und Soziologin Irene Sedux ist wieder erwarten, nicht zur Präsentation ihres neuen Buchs Mankind Analysis erschienen. Da viele renommierte Fachleute zugegen waren, war dies für alle eine große Überraschung. Der gesamte Kongress blieb und warte gespannt auf Neuigkeiten über seine illustre französische Kollegin. Leider ist bislang keine Details über die Gründe von Frau Sedux Abwesenheit bekannt. Okay. Haben wir irgendwas, um den Schrank zu öffnen? Kombinieren. Mit was könnte man da das kombinieren? Man kann den Kleiderbügel kombinieren. Probieren wir einfach mal aus, ja. Keine Ahnung, wir sollten das dann probieren, wenn es soweit ist. Aber dieses Schrank hier, kaputt, kaputt. Ob da was drin ist? Okay, hier haben wir nichts drin. Ich brauche einen Schlüssel oder etwas ähnliches. Hier unten haben wir eine Kneifzange. Die behalten wir mal. Okay. Aber
dieses Hotelzimmer. Warum dieses Hotelzimmer? Oh, wieder ein Kleiderbügel. Und noch ein Kleiderbügel. Warum ist das hier oben heller? Hat das was zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mein Problem ist gerade, ich habe auch den Timer vergessen anzuschalten. Ich habe also keine Ahnung, wie lange jetzt die Folge ist. Ich schätze dann einfach mal, wann ich diese Folge lieber mal beende. Ah, was haben wir denn hier? Seife. Oh ja, das ist doch die Fight Club Seife. Shampoo, ja, nehmen wir alles mal mit, ja. Body Gel nehmen wir auch mit. Ach, hier. Ach so, da brauche ich ja irgendwas. Das hier. Was haben wir denn da? Diese Zeichen an der Seite, die sind etwas... Diese Zeichen sagen mir gerade gar nichts. Kann ich erst zurücksetzen, okay. Ich verstehe das nicht. Aber dieses Rätsel ist mir ein Rätsel. Sagt mir jetzt mal gar nichts. Wir schauen jetzt mal, ob man hier irgendwie... Kann man den damit verwenden? Das kann ich nicht verwenden. Kombinieren damit. Sag mal, Dietrich. Aha, okay. Sehr cool, den verwenden wir mal damit. Okay, geschafft. Ein Safe ist hier drin. Was haben wir denn hier? Ah, noch eine Sicherung. Room Power. 20 Volt. Okay. Do not turn it on. It's safer here. Nicht einschalten. Hier ist es sicherer. Es steht zwar drauf, aber ich glaube... Nanu, was war das für ein Geräusch? Ich habe etwas im Schlafzimmer gehört. Ist jetzt der Schrank umgedreht hier oder was? Okay. Was ist das? Das funktioniert nicht. Scheint keinen Strom zu haben. Okay, dann werden wir erstmal dahin gehen, wo wir was sehen. Oh. Rot, blau, gelb. Was ist das denn? Ein Ring oder so? Ja, ein Ring. Okay. You are here. You are here. Okay. Wood Hotel, Bereich A, Suiten, Notausgang, Plan für Zimmer 297. Melden Sie Feuer sofort an der Rezeption. Verwenden Sie nicht die Aufzüge. Erregen Sie vom Fenster aus Aufmerksamkeit. Schließen
Sie beim Verlassen des Zimmers die Tür. Bleiben Sie ruhig, rennen Sie nicht, schreien Sie nicht, sollte Ihre Kleidung in Brand geraten, rollen Sie sich auf den Boden, um die Flammen zu ersticken. Okay, wir können jetzt hier rein, aber wir sollten vielleicht erstmal... Ja, sorry, ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade passiert ist. Ich bin irgendwie aus dem Spiel raus. Ach, weil ich in dem Spiel auf den anderen Bildschirm zugreifen kann. Da bin ich jetzt raus, habe ich jetzt rausgeklickt. Okay, 5 Volt Batterie nehmen wir mit. Ich habe auch gerade überhaupt keine Ahnung. Diese Musik ist etwas... Ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass ich nicht ganz genau weiß, ob es bei einem angezockt bleibt. Wenn das Spiel mir sehr gut gefällt, dann mache ich daraus noch ein Let's Play. Aber will das Spiel natürlich dann nicht von vorne anfangen. Das seht ihr dann ja am Ende des Angezockts hier. Ob ich da vielleicht ein Let's Play draus mache. Bis dahin bleibt es eine Überraschung. Aber ich würde jetzt mal sagen, weil ich jetzt hier die Zeit nicht weiß. Und sollen wir gucken nochmal hier unten rein? 1, 2, 3... Ah, schau, jetzt kommt diese von da draußen. Kann man die rausnehmen. Aber man kann die tauschen. Okay. Okay, da würde ich sagen, das Rätsel machen wir im nächsten Part von dem Angezockt. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob es angezockt bleibt, ob das vielleicht sogar ein Let's Play wird noch weiterhin, aber erstmal ist es als angezockt geplant. Wenn es gut ist, wird es ein Let's Play und das entscheidet sich natürlich im letzten Part des Angezockts. Oder ihr seht es vielleicht bei diesem Part schon im Titel, ob es ein Let's Play ist oder nur ein angezockt. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht spannend weiter. Also es ist wirklich gut, das Spiel hier. Und ja, das Rätsel mit diesen Sicherungen, das lösen wir dann im nächsten Part. Und dann kriegen wir hier Licht in die Sache. Licht ins Dunkel, hahaha. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, angezockt kommt täglich 14 Uhr. Wir sehen uns dann also morgen wieder. Bis dahin, ciao.